Damals war ich 21 Jahre alt und niemand kannte mich so richtig. Und dennoch habt ihr, dennoch hat der SSW Rendsburg-Eckernförde an mich geglaubt. Und ich weiß, dass auch einige nicht an mich geglaubt haben. Aber ihr habt mir wenigstens die Chance gegeben, mich in dem Zusammenhang im Wahlkampf zu beweisen. Und dafür bin ich nach wie vor unfassbar dankbar. Und ich denke, dass sich dieses Vertrauen auch ausgezahlt hat. Wir standen auf den Straßen und an den Wahlständen und haben stundenlang Plakate im ganzen Kreis aufgehangen und haben damals als Ergebnis unser Wahlziel um Längen übertroffen und einen riesengroßen Teil dazu beigetragen, dass wir als SSW das erste Mal nach 60 Jahren wieder einen Sitz im Bundestag bekommen haben. Und wenn wir den Wiedereinzug in den Bundestag schaffen, und zeigen, dass wir keine Eintagsfliege sind und unsere Arbeit dort weiter fortsetzen können, dann ist das ein Riesenerfolg. Und mit meiner Kandidatur hier im Wahlkreis Rendsburg-Eckernförde und auch auf Listenplatz 2 der SSW-Liste zur Bundestagswahl möchte ich meinen Teil dazu beitragen, dass wir unser Mandat im Bundestag stärken. Dafür brauchen wir eine Riesenkraftanstrengung der gesamten Partei, das ist klar. Und sollte auch der zweite Listenplatz durch unser Wahlergebnis mit nach Berlin kommen dürfen und ich auf diesem Platz 2 der Liste stehen, dann bin ich bereit, diese Verantwortung zu übernehmen und eine starke Stimme für den SSW, unsere Minderheiten, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein im Deutschen Bundestag zu sein.